Seid gegrüßt, Kinder der Nacht, hier ist wieder das Wehrschaf. Ich freue mich, euch wieder in Star Trek Online begrüßen zu dürfen. Und draußen wird es ja langsam kälter und stürmischer und im Weltraum wird es etwas wärmer. Ja, und warum, wieso und überhaupt es im Weltraum etwas wärmer wird, das kann ich euch zeigen, weil wir haben nämlich Q wieder zu Besuch und Q möchte uns in sein Winterwunderland entführen. So, dazu werden wir erstmal mit Q sprechen. Fröhlicher Peldor-Tag der Ehre, sagen Sie das so? Ich finde die Feiertage der Sterblichen so verwirrend. Ich nehme an, Sie finden Wege, mit denen Sie Ihren trostlosen Existenzen Leben einhauchen. Nicht im Ernst, oder? Mit Kugeln behangene Bäume, gerösteter Tag? Und wie kann es eine stille Nacht werden, wenn die Menschen nicht aufhören zu singen? Ich hingegen genieße Spiele in der erfrischenden Kälte eines Wintertages. Als Festtagsgeschenk an meinen besten Admiral habe ich ein Winterwunderland für die Feierlichkeiten geschaffen. Wenn Sie bereit sind, sagen Sie einfach das Wort. Sind Sie überhaupt so mächtig, wie alle sagen? Ups. Ich glaube, das ging etwas daneben. Ja, das ist Q. Q versucht uns dann halt eben damit irgendwie zu zeigen, dass er uns in alles verwandeln kann, was er will. Und dementsprechend sind wir hier gerade ein... Ja, denkt ihr etwa, ich komme jetzt gerade auf den Namen. Habe ich hier eigentlich so ein Viech gerade noch im Inventar? Nein, habe ich natürlich nicht. Deswegen komme ich jetzt auch nicht gerade auf den Namen. So, aber ihr wisst es bestimmt. So, also werden wir erstmal mit Q wieder reden. Wirklich Q? Gut. Aber es ist ja nicht so, dass wir nur dieses Ding da werden können. Wir können ihn noch weiter ärgern. Und dann verwandelt er uns in so etwas, ein kleines Spindchen. Ja, es ist eigentlich hübsch. So pinkfarben mit kleinen süßen Fühlerchen. Oh, lächle ich gerade nicht entzückt? Ja, gut, okay. Also da wollen wir jetzt aber nicht weitermachen, weil wir wollen ja schließlich in dieses Winterwunderland. Und dazu werden wir jetzt also mit Q reden. Und damit wir nicht als kleines Krabbelviech darunter gehen, sprechen wir ihn halt eben nochmal an und sagen ihm jetzt, ich möchte Ihr Winterwunderland sehen. Tja, oh, Sie sind bereit für den Winterwind, der Ihnen durch die Haare peitschen wird. Vergiss es. Trotzdem befürchte ich, Ihre Statur könnte zu schwach sein, um all der Fröhlichkeit, die ich dieses Jahr für Sie herbeigezaubert habe, nicht standzuhalten. Aber wenn Sie darauf bestehen, so sei es. Gut. Dann werden wir jetzt mal das Winterwunderland besuchen. Föderationsschars können übrigens ab Level 5 dort rein und die Klingonen ab 24. Das heißt, ihr müsst also, wenn ihr einen Char gerade erstellt habt, noch ein kleines bisschen warten oder erstmal etwas hochleveln und dann dürft ihr rein. So. Do you have any recipes? Genau, und jetzt werden wir hier natürlich überall von den ganzen Leuten hier begrüßt. So, und können hier auch mit Q sprechen. Haben Sie Spaß dabei? Super, was soll ich denn hier tun? Oh, ich bin in guter Laune, Hashida. Red dem Minnow dazwischen. Lassen Sie uns ein Spiel spielen. Sprechen Sie mit den Offizieren des Rennen, um am schnellsten Rennen auf dem Eis teilzunehmen. Sie stellen sich einen Gegner meiner Wahl und nicht schummeln. Sie können jeden Tag mitmachen und wenn Sie gewinnen, bekommen Sie das Wertvollste, was ich habe. Signierte Fotos Ihres beliebtesten allmächtigen Wesens. Sammelt ausreichend und ihr erhaltet sicher etwas Interessantes. So, wenn Sie etwas Anspruchsvolleres suchen, gibt es die Formel 1. Ein anderes Rennen, in dem Sie Ihre Fähigkeiten gegen andere Spieler testen können. Für die Teilnahme vergebe ich Winter-Epop-Marken, für die sie ihre warmen und flauschigen Kreaturen erhalten, die sie Sterbliche so amüsant finden. Ja, natürlich muss ich etwas leben. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der wirklich so laut ist, deswegen unterbreche ich immer. Natürlich muss ich etwas Leben in diese Tristness bringen. Nehmen Sie zum Beispiel diese Schneemänner. Die stehen da einfach nur herum. Ein paar Bewegungsübungen pro Stunde würde ihnen sicher gut tun. All ihre liebsten Feiertagssammelstücke und Speisen sind natürlich zurück. Ich würde es niemals wagen, diese Tradition zu widersprechen. Sehen Sie sich an, was ich zu bieten habe. Köstliche Delikatessen, etwas zum Aufpeppen der trostlosen Uniform oder vielleicht auch ein Geschenk für einen Freund.
Na dann los, gehen Sie feiern, mein Winterwunderland ist nicht immer da. Genau, also wenn wir jetzt so 1000 von diesen Hochglanzfotos sammeln, ich habe immerhin schon eins, bekommen wir ein kostenloses Raumschiff der Bremen. Also ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich hinkriegen werde. Ich werde es euch dann jedenfalls auch gleich mal zeigen, wie dieses Rennspiel dann aussehen wird. So, hier haben wir einmal diesen Herrn Rennkoordinator. Denken Sie daran, wenn Sie Lieutenant auf Rang 5 sind, oder gehen Sie höchstens einen Rennen, oder können Sie höchstens, was denken Sie daran, wenn Sie Lieutenant auf Rang 5 sind, oder sind, können Sie höchstens ein Rennen pro Tag gewinnen. Ah ja, achso gut, okay, warte mal, ich habe die Quest gerade noch offen, die werde ich jetzt erstmal löschen, damit ihr dann auch diese Questbeschreibung mitlesen könnt. Tja, wo haben wir sie denn? Da, das schnellste Rennen auf dem Eis. So, das werden wir erstmal verwerfen. So. Genau, jetzt bietet Emmy nämlich die Quest nämlich wieder an. So, Sie sehen wie jemand aus, der nach einer Herausforderung sucht. Sie sollten sich geehrt fühlen, Admiral. Der große und mächtige Q hat entschieden, Ihnen die Chance zu geben, ihn zu unterhalten. Er erfüllt die Aufgabe erfolgreich und er könnte gewillt sein, Sie seine Aufmerksamkeit als würdig zu erachten. Sie werden in ein Rennen gegen eine Herausforderung meiner Wahl antreten. Gewinnen Sie, werden Sie belohnt. Verlieren Sie, können Sie es so oft probieren, wie Sie es geschafft haben. Es gibt nur eine Regel, nicht schummeln. Ja, und hier seht ihr, dass wir halt eben das Bildchen gewinnen können. Machen wir natürlich auch. Das Rennen werde ich euch gleich zeigen. Wir haben ja hier noch mehrere Queste sozusagen. Wir haben einen Koch. And to boldly bake what no one has baked before. If you bring me a recipe from the Winter Invasion, I will send you to collect the ingredients. Bring them back to me and I will reward you handsomely. So, wie ihr seht, das war gerade so alles durcheinander geredet. Wir haben hier gerade eine kleine Quest laufen, die fing nämlich eben gerade an. Das heißt, wir müssen jetzt schnell mal, ganz schnell Schneebälle suchen und die Schneebälle bewerfen. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht so einfach, da sind ein paar Schneemänner. Und dazu brauchen wir natürlich auch erst einmal Schneebälle. Da haben wir Schneebälle. So. So, komm, einsammeln. Ja, nehmen wir mit. So, wir wollen ja schließlich auch dran teilnehmen. So, da vorne sind auch noch welche. So, und die müssen wir dann natürlich auch ins Inventar packen. Das machen wir natürlich auch. So, und jetzt rennen wir mal los, bevor hier alle Schneemänner schon weg sind und wir gar nicht mehr dazu kommen, auch noch einen zu erwischen. So, das hier ist übrigens auch die Rennbahn, auf die wir dann nachher auch mal drauf müssen. Sag mal, so, da sind noch wenigstens ein paar. Ich hoffe ja, dass ich wenigstens noch einen erwische. So. So, und jetzt können wir nämlich die Schneemänner mit den Schneebällen bewerfen. Und die werfen natürlich zurück. Wer hätte es gedacht? So, komm. Ja, die Schneebälle, die brauchen wir später noch für eine andere Mission. Die werden wir natürlich auch noch machen. So, das Klacken war eben gerade übrigens eine Taube am Fenster. Ah, da sind hier die Nächsten. So, und wir haben nur noch 6 Schneebälle. Das heißt, ich muss gleich wieder nachladen. Au, die treffen mich ja auch, stelle ich gerade fest. Das tut doch weh. So, schnell noch ein paar Schneebälle einsammeln. Da. Wo bewirft er mich denn? Ach, da hinten. Ach, da oben ist er. Bewirft er mich einfach. So weit kommt's noch. Na, wartet ihr, Gebis. Na, aber wir haben nicht mehr viele Schneemänner. Und hier ist ja schon wieder der Nächste. Sag mal, haben die eine Reichweite? Ist ja... genau, und dann streckt der mir einfach noch so die Nase. Wer, also, das, so weit kommt's noch. Komm, weg mit dir. Oh, ich glaube, ich sollte vielleicht mal darauf achten, dass ich gleich tot bin. Sieht jedenfalls so fast danach aus. Ach, ich werde gehalten. Oh, ich kann hier wohl nicht sterben. Das finde ich aber auch sehr praktisch. Ja, es gibt hier wohl auch spezielle Waffen dafür. Damit kann man dann so die Schneebälle wohl schneller verschießen, habe ich so das Gefühl. Und der schießt hier Regenbogenwaffen ab. Schneebälle wahrscheinlich. So, wir sammeln schon mal Schneebälle, weil die brauchen wir eh. Und die Leute, die hier gerade unterwegs sind, die packen das ja auch gerade ganz gut ohne mich. Amma, wirft er schon wieder nach mir. So, wie gesagt, wir brauchen hier erstmal massig Schneebälle für später, wenn wir sowieso hier gerade schon dabei sind. So, gucken wir mal, dass wir erstmal genug bekommen.
da, 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 da. So, und danach gehen wir ganz schnell zum Pavillon zurück. Nee, wir gehen doch noch nicht zum Pavillon zurück, weil wir haben hier einen riesengroßen Schneemann. Und den wollen wir natürlich auch noch mitnehmen. So, kommst du her? So, wir sind in Reichweite und schlittern ihm entgegen. Ja, was man hier alles erlebt, das macht eigentlich nur Q, damit wir hier unterhalten werden. Ach nee, Entschuldigung, damit er unterhalten wird. Da kommen noch ganz viele kleine Schneemänner mit dazu. Super, jetzt haben wir so viele Schneebälle erstmal geholt. Ey, hier bekommen wir sogar was. Das sind wieder Gegenstände, die wir dann bei den anderen NPCs hier oben einlösen können. So, flitzen wir erstmal schnell nach oben wieder, weil wir wollten ja hier eigentlich weitermachen. Da, 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 da. Und wir haben noch 232, das sollte reichen. Hoffe ich jedenfalls. So, dann hatten wir ja hier drüben diesen komischen Koch aufgesucht, bei dem wir Rezepte bekommen können. Der junge Mann hier gibt auch eine Mission bzw. Quest, und zwar im Kuchenessen. So, und wie das aussieht, zeige ich euch hier. Wir stellen uns nämlich hier an diesen Tisch und werden jetzt Kuchen essen. Kuchen essen, so viel es geht. Wir haben immerhin 1 Minute 32 dafür Zeit. Und wie gesagt, das machen wir natürlich nur, damit wir Q unterhalten können. Wie könnten wir auch sonst auf andere Gedanken kommen, dass wir das nur für uns machen würden? Ja, müssen wir uns natürlich beeilen. Ja, einige Kuchen dauern etwas länger, die anderen wohl etwas weniger. Und zum Glück spawnen die immer relativ schnell nach, dass man halt eben hier wirklich auch genug Kuchen bekommt. Und irgendwann ist ein so übel, weil man so viel Kuchen gegessen hat. Ja, Lebkuchenmännchen. Gibt es hier übrigens auch diese Lebkuchenmänner? Die hatte ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nochmal einen bekomme. Das ist da, das Kerlchen. Nee, gab es eine Mission, die wir dann gleich danach machen werden. Weil dazu werden wir nämlich in eine Puppe reinhüpfen und dann dort ein bisschen für Unruhe sorgen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir relativ schnell drankommen. So, aber erst muss man noch schnell ein paar Kuchen reinstopfen. Noch haben wir ein paar Sekunden. Ja, ich glaube, mehr als 8 habe ich bis jetzt noch nicht hingekriegt. Ach nee, mehr als 10, glaube ich, war es. Einen habe ich gesehen gehabt, der hat 12 hinbekommen, sagte er jedenfalls. So, aber wir bekommen 10 hin. Gut. Aber es soll wohl immer die gleiche Belohnung sein. So, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Wir können nicht mehr essen. Und wir reden dann mit den Menschen hier. Ach, mit den Prähen, Entschuldigung. So, und er zählt dann die Kuchen durch. Und ja, wir haben 10 Stück gegessen. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Und dafür bekommen wir wieder... Ja, was denn? Habe ich jetzt gar nicht... Ach doch, da. Wir bekommen hier wieder Items, um dann halt eben die später hier drüben einzulösen. So, müssen wir eigentlich mit dem... Nee, mit dem müssen wir nicht reden. Wir können hier einfach das Ding hier ankrabbeln und zwar die Lebkuchenkolonie verteidigen. So, wir stehen jetzt also in der Warteschlange und warten dann also drauf, dass wir reinkommen. So, hier haben wir dann den Schneider, wo wir dann unsere Uniform anpassen könnten. Und hier haben wir den Händler, der das praktisch hier dann alles verkauft. So, hier haben wir natürlich nicht schmelzende Schneebälle. Verbrauch bei Nutzung. Ja gut, das bringt doch herzlich wenig. Ach, wir werden auch gleich gezont. Ja, und hier bekommen wir dann verschiedene Sachen zum Anziehen meine ich natürlich. Genau, ich ziehe einen Schal an. Just in time. The sugar-hating snowmen are on their way. Several members of our town council are still trapped in the village. If you could rescue them and bring them back to my house, we can start giving those cold-hearted snowmen their just desserts. Ach so, ich war wahrscheinlich zu langsam. Gut, okay, also er hat jedenfalls die ganze Sache hier erklärt, was hier passiert ist. Snowballs and snowguns are the only weapons that will work in Gingerbread Colony. So if you don't have a snow gun handy, take a moment to stock up on snowballs. The baker known as Q likes to drop presents and candy throughout our village. As a reward for assisting us, you are welcome to keep any presents or candy you find.
Genau, dementsprechend geht natürlich die Schlacht um die Geschenke los. So, wir müssen also Schneemänner zurückschlagen. Oh, ich muss noch Schneemänner zurückschlagen und das ganze Zeug. So, ich werde nochmal schnell ein paar Schneebälle einsammeln, weil die Missionsanweisung ist durch und das Türchen ist offen. Und wir werden losmarschieren und werden jetzt diese Schneemänner hier besiegen. Zumindest hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Also ich hatte diese Mission zwar mal gemacht, aber nicht so wirklich. Ja genau, und wir müssen die hier auch teilweise irgendwie befreien. Also ich muss gestehen, ich habe die nur einmal kurz gemacht gehabt und bin hier irgendwie durchgerusht, weil die anderen, die ouch, auch durchgerusht sind. So. Und habe hier auch gar keinen wirklichen Plan, was man hier machen muss, außer halt eben die Schneemänner zurückschlagen. Gut, das sehen wir ja gerade. Ach komm. Noch haben wir ein paar Schneebälle? Wir sollten vielleicht auch ein Ziel nehmen. Das würde die Sache vereinfachen. Oh, das wollen wir ja natürlich nicht. So, wo ist er denn? So, das heißt, die müssen wir retten. Genau, bei dieser Stimme kriegt man dann irgendwann an der Klatsche. Also wie ihr seht, es sind sehr freundliche Menschen, mit denen man hier wieder diese Mission macht. Das heißt, die rushen hier wahrscheinlich durch und nehmen alle Geschenke mit, die sie finden können. Und da, komm, wir müssen hier mal weiter, damit wir vielleicht auch mal in der Lage dazu sind, ein Geschenk zu bekommen. Aber ich glaube, die Hoffnung können wir aufgeben. Aber so toll fand ich die Geschenke hier auch gar nicht, muss ich dazu gestehen. So, und dementsprechend, wie gesagt, die waschen hier durch, anstelle erst einmal hier mit die Schneemänner zu beseitigen. So, der ist gerettet worden. Aber das kennt ihr ja bestimmt von wegen von Random Groups. So, und dann gehen wir mal hier lang. Weil hier hinten gibt es nämlich noch eine Zusatzaufgabe. Wenn wir nämlich den Yeti besiegen. Und wie ihr seht, ist der da drüben mal wieder drauf bedacht, die Geschenke einzusammeln anstelle... Ja, egal. Und den Yeti haben wir aber auch gleich. Und zum Glück haben wir noch genug Schneebälle. Wir brauchen also erstmal keine einzusammeln. So, der Yeti wurde besiegt. Aber hier sind auch keine weiteren Geschenke mehr. Nee. A gingerbread colonist has been frozen. Yay, has been frozen. Gut, okay, dann müssen wir uns natürlich beeilen. Wenn wir es natürlich irgendwie schaffen, quietsch, durch diese Eislandschaft durchzurushen. Und ja, guck mal, das ist ein Geschenk. Komm, das nehmen wir mal mit. Ich bin jetzt auch mal kurz egoistisch und werde das Geschenk erstmal einsammeln, damit ihr erstmal wenigstens seht, was es hier gibt. So, ich habe also einen Speedboost bekommen. Es gibt halt eben auch hin und wieder solche Schilde, dass man halt eben nicht so schnell Schaden nimmt oder was auch immer. Also das ist nichts, was jetzt lange anhalten würde, sozusagen. So, und jetzt müssen wir natürlich den Schnee-Overlord besiegen. Was wohl auch nicht unbedingt immer einfach ist, weil der ist etwas, ja, seht ihr das? Da die kleinen Lebkuchen, die in ihnen drin sind. Ja, die Lebkuchen, die hier übrigens auch gerettet worden sind, beziehungsweise die hier wohnen, die helfen uns natürlich. Und versuchen auch hier ihre Schneebälle auf diesen Baron zu werfen oder Overlord. Und yay, wir haben es geschafft. So. So, ist das hier nicht süß? So, diese kleinen Lebkuchen, das hier sind die Weibchen mit Schleifchen. Und jetzt fangen sie auch noch an zu tanzen. So, einige sehen natürlich nicht so glücklich aus, die machen ein etwas grimmiges Gesicht. Und wir haben, wie ihr gesehen habt, auch noch ein Geschenk bekommen. Das werden wir jetzt natürlich auch öffnen. Da kommt. Und haben hier einen... Seltenes Gerät zum Einsatz. Was auch immer, Frigate Lump of Coal. Ich muss gestehen, von wegen, mein Englisch ist nicht das Beste, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was es ist. Müsste ich erst dann nachgoogeln sozusagen oder beziehungsweise nach Leon. So, und damit können wir jetzt diese Karte hier verlassen. Und ich wollte euch ja noch die Rennstrecke zeigen.
Zu der gehen wir natürlich auch gleich hin. Oh, wir sind hier. Nee, schick uns natürlich sofort wieder ins Winterwunderland. Und dann sind wir gleich wieder da. Und dann werden wir auch gleich an dem Rennen teilnehmen. So, und zwar, das Rennen startet hier drüben. Warte mal, wie spät haben wir es? Obwohl, warte mal, ich gehe mal ganz kurz nach hier oben. Weil hier oben, das geht immer nur zu bestimmten Uhrzeiten, kann man die Epoch-Karten bekommen. Und ich muss erst mal gucken, wann das jetzt genau war und wie spät wir es jetzt haben. So, es ist der Startblock für das Wettrennen, die Formel Eis. So, und wann beginnt das Rennen? Das Rennen findet 15, 22 und bla 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 bla. Das seht ihr hier. So, ich weiß zwar nicht, warum das solche interessanten Uhrzeiten sind. So stellen sie sich hier, dass sie vor dem Startblock stehen. Und hier sagt er 9.14 Uhr. Meine andere Uhr sagt 9.17 Uhr. Wir bleiben jetzt hier einfach mal stehen und warten ab, was passiert, wenn er hier 9.14 Uhr sagt, 9.15 Uhr. Ob es dann losgeht. Und danach würde dann hier dementsprechend das Rennen losgehen. Also die Epo-Marken, es gibt jedenfalls, glaube ich, mindestens eine, würde ich sagen. Und je nachdem, wie schnell man halt eben bei diesen Rennen ist, gibt es dann mehr. Aber so wie es aussieht, sind wir hier bereits schon ein Tick zu spät dafür. Und das würde jetzt die Folge sprengen, wenn ich jetzt hier wirklich die ganze Zeit nur oben stehen würde und darauf warten würde, dass jetzt die nächsten paar Minuten umgehen. Und dementsprechend werden wir erstmal an diesen Rennen hier dran teilnehmen. Wenn wir danach noch Zeit haben, also falls wir versagt haben, dann können wir immer noch da hochgehen. So. Hallo, junger Brain, ich will mit dir reden. So. Da ist der Rennsignalgeber. Der gibt nämlich jetzt das Startsignal für dieses Rennen hier unten. Und ich muss jetzt gegen diesen Brain rennen. So, das Lustige ist nur, man muss natürlich auch versuchen, schnell zu sein, logischerweise. Und muss hier halt eben auch gucken, dass man in der Bahn bleibt. Und bis jetzt habe ich es noch nicht wirklich geschafft, das Ganze hinzukriegen. Und der überholt mich auch schon wieder. Sag mal, kann ich den nicht irgendwie wegkicken? Und das Gemeine ist nämlich von wegen, bis jetzt bin ich halt eben immer gegen irgendwelche Krabbelviecher angetreten, die mehr Beinchen haben und habe mich immer beschwert, dass es nicht geklappt hat. Aber jetzt trete ich gegen einen an, der nur zwei Beinchen hat und... ups, nein, weg, weg. Und es sieht auch nicht viel besser aus. So, Kurve kratzen, Kurve kratzen, Kurve kratzen. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Komm, lauf, 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 Alte, lauf, 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 lauf. Ich kann das Ziel schon fast sehen. Hoffe ich jedenfalls. Ich will auch mal gewinnen. Komm, es wäre doch jetzt schön, wenn wir jetzt hier gewinnen könnten. Renn, Alte, renn. Und das auf dem Eis, das ist nicht so einfach. Ihr denkt euch wahrscheinlich, und übrigens, man kann auch aus der Bahn geworfen werden, was dann natürlich auch nicht so toll ist. Lauf, lauf doch, lauf. Weil dann hat man auch verloren. So. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und wenn der mich jetzt noch überholt, ich glaube, ich erschlage ihn. Ich suche den Brain eigenhändig und würde ihn erschlagen. Geht da lang. Okay. Wobei ich vielleicht auch den Rennkoordinator dann nehmen würde. Läufst du? Das ist doch nicht wahr. So, komm. Wir schaffen es durchs Ziel. Ich fasse es nicht. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Yeah, wir haben gewonnen. Sehr schön. Gut, und jetzt beeilen wir uns natürlich schnell hier hochzugehen. So, muss ich eigentlich mit dem nochmal reden? Hallo, ich habe gewonnen. Rennen beendet in... Ja, ist schön. Hallo? Gut, okay. Dann warten wir jetzt mal ab. Kriegen wir jetzt überhaupt die Belohnung dafür? Also irgendwie passiert da nicht viel, habe ich so das Gefühl. Und hier ist das Rennen natürlich gestartet, weil die sind schon weg. Gut, dann haben wir das Rennen natürlich verpasst. Und ich frage mal hier unten diesen jungen Brain, wann ich denn jetzt meine Belohnung bekomme. Wenn es überhaupt ein junger Brain ist. Kann ja auch sein, dass ein alter ist. Hallo? Der will nicht mehr mit mir reden. Ach, warte mal, ich muss vielleicht hier oben hin. Kann ja auch sein, dass ich zu dem Questgeber selber hingehen muss.
So, ja, hier ist nämlich ein Häkchen über ihn. Und hier bekommen wir auch unsere Belohnung. Sehr schön. Das war, 40. Gut, okay, man bekommt hier wohl jeden Tag dann 40 wieder von diesen Dingern. Und hat dann halt eben dementsprechend Zeit, dieses Schiff dann voll zu machen. Was wir hier unter Ruf bekommen, Ereignis. Und wenn wir jetzt hier auswählen würden, dann könnten wir jetzt hier eins von diesen beiden Schiffen raussuchen. Also entweder diesen Kreuzer oder den Raider hier. Wobei ich finde, dass der irgendwie ganz knuffig aussieht. Aber ich habe schon so viele Schiffe. Ja, ist natürlich so die Frage, aber wir warten noch ab. So, also jedenfalls habt ihr jetzt hier dieses Winterwunderland gesehen und ich kann euch auch nochmal kurz das Viech hier zeigen, indem wir das einfach benutzen. Ach, jetzt habe ich ihn gleich schon wieder weggemacht. Ja, war ich wieder zu voreilig gewesen. So, da ist unser Lebkuchenmann. Hallo Lebkuchenmann. Er guckt auch etwas grimmig, ja, muss man durch. Aber dafür läuft er mir jetzt die ganze Zeit hinterher. So. Also jedenfalls, wie gesagt, ich wollte euch das Winterwunderland zeigen und falls ihr irgendwie Lust und Zeit habt, ihr müsst nur Level 5 bei der Föderation bzw. Level 24 bei den Klingonen erreicht haben und dann könnt ihr mitmachen. So, hier ist übrigens das Mädel für die Epochs, damit ihr seht, wie die dann aussehen, sind die nicht süß. Mit kleinen roten Hörnchen und hier mit einem Schleifchen noch drauf. Ach, sind die süß. Ja, ich befürchte nur, ich werde nie so ein Viech bekommen, weil ich irgendwie die Karten nicht dafür bekomme. Aber gut, okay, muss ich mitleben, dass ich so eins nicht bekomme. So, und wie gesagt, so, das hier ist das Winterwunderland. Q hat mich jedenfalls gut unterhalten. Ich hoffe, dass er euch auch gut unterhalten hat und wünsche euch viel Spaß und bis bald. Tschüss.